wohl hoffentlich klappen. Wiederaufnahme läuft noch. Im schlimmsten Fall kann er es nachsprechen. Dem Risiko muss man einfach leben. Ab und zu. So, verwandelst du dich auch in ein wunderschönes Mädchen? Dich kaputt macht. Der Roboter. Ah, der muss sein. Erledigen. Möglichst ohne das Mikrofon zum Vibrieren zu bringen. Er kommt runter, meine kleinen Spielfreunde. Er kommt! Er kommt! Gerade du. Schild. Ma! Kann ich das jetzt das Ganze nochmal machen, oder? Nö. Den Schaden hat er schon. Der hat schon einen Schaden. Ein geschädigter Mensch. Oh! Ach, da ist ein Ventilator. Dahinter. Da oben ist eine Tür. Da gehen überall Wände auf. Hier ist verschlossen. Muss ich da rein? Nö. Wo muss ich denn überhaupt hin? Was passiert hier? Ändert sich gar nichts. Weil da oben ist ein Enterhaken-Symbol. Wow! Ich muss kurz mal den Kerl erledigen. Marvin. Jetzt lebt er noch, oder? Nö. Gott sei Dank speichert es das sozusagen. Wenn ich einen Gegner umbringe. Fliegt er einfach aus seiner Zeit. Das war nicht mehr zeitgemäß. ist da auf? Da überall zu? Wer baut denn sowas? Mal, hier gehen überall Wände hoch. Oder? Hier geht was hoch. Der lauert da drüben immer. Warte mal, wenn ich jetzt von hier aus mal so darüber schaue. Ist da irgendwas? Eigentlich. Was ist denn das hier überhaupt? Irgendein Gitter. Aber da drüben ist nichts. Kann man wahrscheinlich nur von der anderen Seite durchsehen. Kann ich da hochlaufen? Nö. Ist zu hoch. Irgendwas übersehe ich gerade. Da ist auch so ein Metallding. Ist hier irgendwie überall. Man nennt das auch Deko. So, der nervt mir schon die ganze Zeit. Was gibt es denn hier Schönes? Schönes zu sehen. Ah, hätte ich natürlich auch drauf kommen können. Dass ich hier direkt weitergehen muss. Und da unten noch irgendwo eine Wand, oder? Oder wie? Aber wo kommt denn der nächste Berg? Hier kommt was. Hier drüben. Und da. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Warte, gehen wir nochmal hoch. Müsste irgendwie das Gitter da oben wegkriegen, oder? Kann man den Stein nicht in die Fassung tun und dann reicht er über das ganze Gebiet hier. Es ist so nah und doch so fern, das Ziel. So nah und doch so fern. Probieren wir es nochmal. Gerade hinstellen. Gut gemacht, Soldat. Pause. So, ich will da in das Gebiet rein. Das ist wahrscheinlich eine Verbindung zwischen den zwei, oder? Dass ich dann letztendlich da reinschießen muss. Was könnte ich jetzt hier tun? Da über uns ist nichts. Wenn ich jetzt den darüber werfen würde. Dann rollt der verdammt weit. Das ist echt verblüffend. Hat jetzt mit ein bisschen mehr Wirkung gerechnet.
ist da oben irgendwas? Ist dahinter irgendwas? Nicht wirklich, oder? Mal kurz von unten betrachten. Da ist doch nichts, wo man sich hinschießen könnte. Von dem her ist das alles Murks. Wenn ich jetzt mal hier drüben schaue. Bei der Plattform. Da drauf lege so. Und die Tür da oben offen ist. Ist da vielleicht irgendein Punkt, mit dem ich arbeiten kann? Boah. Auf LAN, auf LAN, auf LAN. Und go! Irgendwo müsste da ja was sein. Da ist ja einer. Ein Schelterchen. Das geht auch wahrscheinlich da links unten, oder? Ja. Sehr schön. Hat der das Symbol da am Boden doch was zu bedeuten. Da kann man nämlich die Kugel hinlegen, damit alles wunderbar funktioniert. Was haben wir hier drin? Ah, da geht's jetzt hinter dem Ventilator rüber, oder? Oh, 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 oh. Aus! Nicht schnappen! Nicht schnappen! Du sollst zeitlich schlagen! So. Ganz ruhig, warte mal. Und horizontal. Vertikal. So. Aha! Boah! Ich muss eh nur einmal treffen mit dem Masterschwert. Das ist praktischer. Aber mit den Pflanzen. Ich habe mir schon gedacht, dass da jetzt irgendein Gegner kommt, aber. Irgendwas kommt, aber das, da genau. Das kommt. Mal, kann ich das irgendwo hier hinlegen? Muss den Ventilator nicht erwischt. Danke. Ach so. Hä? Reicht das bis da raus? So ist da jetzt noch der Berg. Nehmen wir es mal hier hin. Das ist eine gute Idee, war. Oh, geht's ja gerade noch aus. So, jetzt sehe ich aber rüber. Und ich sehe sehr, was du nicht siehst. Etwas zum Hinschießen. Oh, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Größtenteils. Zumindest. Hoffentlich. Oder? Mal schauen. Da jetzt raus. In der Theorie kann ich mich jetzt da oben draufstellen. Und komme dorthin. Ich möchte da dann rüberschießen. Frage ist, wie das mit dem Stein am klügsten läuft. Kann ich den da rüberwerfen? Wohl. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Müsste mich jetzt rüberschießen können und dann eigentlich ins Gebiet gehen. Außer natürlich, hier ist eine blöde Tür. Den kann ich nicht zufällig so schnappen, oder? Nein, kann ich nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Muss ich den da wieder runterholen. Muss ich den also doch darüber schießen? Und schon genau so landen, dass die Plattform immer noch steht, aber der Stein drüben ist. Eine Frage, von wo ich den werfe. Am klügsten. Tamam. Wenn ich jetzt so hernehme. Kann ich den da unten hinlegen? Das geht natürlich auch. Daran könnte man auch denken. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Schauen wir mal. Wenn es klappt, dann haben wir das Triforce zusammen. Und dann passiert wahrscheinlich irgendwas Fieses. Wird wahrscheinlich nicht einfach so sein, dass man sich wünscht, okay, Ganondorf ist tot. Zelda ist befreit und wir leben alle glücklich bis an unser Lebensende. Wird irgendwas Fieses sein.
Wahrscheinlich klaut uns dann jemand. Oder versucht es zu klauen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, eins nach dem anderen, das Triforce ist komplett. Du hast das Triforce der Weisheit erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt, die dir jeden noch so großen Wunsch gewährt. Das Triforce ist vollständig. Mit seiner Macht kannst du Zeldas Bitte nachkommen und den Todbringer vernichten. Kann ich mir das nicht einfach schnell wünschen? Wäre doch am einfachsten. Sagen, bitte, 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 sei tot. Und dann, oh, tot. Hätte man schon lang machen können. Ah, da oben sind wir. Da waren wir schon lange nicht mehr. Da fehlt das Triforce in dem, in der Gravur. Gebieter, ich bete für dich. Das letzte Ziel unserer Reise. Wir müssen den Todbringer nun besiegen. Das kann mir doch jeden Wunsch erfüllen. Bisschen unlogisch ist das dann ja schon. Ist vollkommen. Oh. Und Fei steht da ganz gemütlich. Die Himmelsinsel landet wieder im Erdland, oder was? Zumindest ein Teil davon. Ach, das passt sogar genau in den Wald rein. Genau hier passt das Inselstück rein. Jetzt wirst du zerquetscht. Oh. Nett. Es reicht aber nicht. Oder? Das wäre aber mal ein lächerliches Ende für Ganondorf. Fast wie angegossen. Sieht ein bisschen fehlplatziert aus. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Insel der Göttin, ein Teil des Wolkenhorts, ist zum Erdland zurückgekehrt. Gleichzeitig kann ich die Vernichtung des Todbringers bestätigen. Dein Wunsch an das Triforce wurde erhört, Gebieter. Vermute, dass Zelda erwachen wird, nun da das Siegel, das sie durch ihren Schlaf gestärkt hat, seinen Zweck erfüllt hat. Gebieter, ich empfehle mit Nachdruck, dass du dich schnellstmöglich in den Tempel begibst. Mit Nachdruck? Willst du mir was befehlen, oder wie?